zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC bei Industrie Arena und wir befinden uns auf der AMB auf dem Stand von Grob. Grob als einer der führenden Werkzeugmaschinenhersteller aus Mindelheim und neben mir der Herr Dietz, der uns sich ein bisschen Zeit genommen hat. Wir würden gerne mal kurz darauf eingehen, in welche Richtung sich Grob gerade entwickelt, welche Neuheiten es hier auf der Messe gibt und vor welchem Exponat wir uns gerade befinden. Aber fangen wir ganz von vorne an. Servus, hallo. Schön, dass es heute klappt zusammen. Danke für die Einladung für das Video hier. Wir in Mindelheim bewegen uns gerade echt auch in schwierigen Zeiten auf einem ganz guten Pfad. Wir haben zum einen mal das Standbein für die Elektromobilität, was wir weiter ausbauen, worauf wir auch echt gut stehen auf diesem Bein. Aber wir haben auch weiterhin das starke Kreuz der Zerspannungsmaschinen. Und da haben wir eben, wie man hinter uns sieht, unsere G55, die 5-Achs-Baureihe. Wir haben auch 4-Achs-Maschinen und natürlich auch die entsprechende Automation im Einsatz. Und da gehen wir immer wieder die nächsten Schritte, um da eben den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Ja, hinter uns läuft die Maschine auch schon und vielleicht können wir gleich mal einen kleinen Einblick, vor allem wenn es um die Automation geht und um die Neuheiten, was diese Maschine betrifft, ob wir da mal einen kleinen Blick drauf werfen können und nochmal genauer drauf eingehen können. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Wenn wir einmal hier hinter uns schauen, sieht man auch ganz gut unser Maschinenkonzept. Wir haben eine horizontal liegende Spindel und eine einseitig aufgehängte Schwinge. Das bedeutet, dass wir von dieser Seite immer eine perfekte Zugänglichkeit in den Arbeitsraum haben. Und das selbst mit Automation. Und das ist eben, was unser Konzept auch so einzigartig macht. Und das sieht man eben hier, wenn man mal im Gesamten sieht, auch mit den weiteren Besuchern nebendran. Wir haben für den Mitarbeiter haben wir eben 4 bis 5 Quadratmeter goldene Fläche. Da hat er hier zum einen sein Zusatzmagazin. Hier können 6 Werkzeuge gleichzeitig be- und entladen werden. Wir haben eben auch das Bedienpult mit dazu, die Einsicht in den Arbeitsraum, wie man hier sieht, automatisiert und trotzdem mit perfekter Prozesseinsicht und hier eben noch mit der eigenen Automationslösung, mit dem PSSR, den Rüstplatz mit dazu und somit alles auf kleinster Fläche abgedeckt. Also ich höre raus, auf jeden Fall sehr viel Produktivität und Effizienz gewinnen, vor allem für Ihre Kunden in den verschiedensten Branchen. Und finde es super, dass ihr als Grob mal wieder neue Maßstäbe setzt. Und würde erstmal sagen, let's talk about innovation. Das ist jetzt eben auch nochmal so ein gewisser Zukunftsausblick. Natürlich für die richtige Anwendung muss es dann eben auch das richtige Projekt geben. Wir sehen jetzt hier das fahrerlose Transportsystem, das sich eben gerade auf die Ladestation bewegt. Wir haben hier eben den Ansatz dazu, zentral die Material- und die Rüstaufgaben zu steuern. Und dann werden eben fertige Paletten von einer Halle 1 in einer Halle 2 oder 3 verfahren und dort dann eben direkt zur Maschine gebracht. Dieses fahrerlose Transportsystem kann dann neben den Paletten und den Werkstücken auch noch Werkzeugträger aufnehmen, um somit eben die Werkzeuge direkt in die Maschine zu bringen und übernimmt eben auch noch das Spännemanagement. Und somit ist, wenn der Prozess dann noch einwandfrei funktioniert, haben wir dann wirklich eine 24/7 Produktion ohne Mann an der Maschine. Wir dürfen heute mit der Firma Grob über Flaggschiffe und Innovationen sprechen. Gerade eben hat der Dietz uns schon ein paar Insights gegeben. Jetzt stehen wir vor der G920 und ich würde gerne die Frage an Herrn König richten. Warum ist das als Exponat ausgestellt? Was ist hier der Branchen-Gamechanger von der Firma Grob? Also herzlich willkommen. Die G920 F5 ist, glaube ich, ein Bearbeitungszentrum, das gerade den größten Trend in der Automobilbranche behandelt. Sogenannte Giga-Castings, also Rear Underbodies, Front Underbodies, somit eigentlich Karosseriebauteile von einem Fahrzeug, wo eigentlich der komplette Fahrzeugkörper in 3 Teile unterteilt wird. Und entsprechend, wenn ich jetzt so ein komplettes Fahrzeug noch in 3 Teile zerlege vom Chassis her, dann habe ich entsprechend große Bauteile. Und die großen Bauteile benötigen entsprechend ein großes Bearbeitungszentrum, um dann eben die mechanische Bearbeitung durchzuführen. Und wir feiern heute Messepremiere. Das heißt, wir stellen heute auf der AMB in Stuttgart das erste Mal die G920 F5 auch einem offenen Publikum zur Schau. Muss aber auch dazu sagen, die Maschine gibt es jetzt seit bald einem Jahr bei uns und wir haben bereits über 50 Maschinen weltweit verkauft. Das heißt, es ist auch gerade eine Zerspannung natürlich ein wahnsinniger Trend, den wir da auch mit der Maschine eben super bedienen können. Wir haben Kunden von Japan über China, Europa, USA, Mexiko, Kanada gewinnen können und ist ein absoluter Verkaufsschlager und wir nennen das eine Success Story.
Ja, wundervoll. Dann freuen wir uns sehr, dass wir hier einen kleinen Insight auch in diese Innovation haben konnten und wünschen ganz viel Erfolg, vor allem für die Zukunft, dass auch hier diese Maschine sich durchsetzt am Markt, und wünschen noch ganz viel Erfolg auf der AMW. Klasse, vielen Dank.